Das ist Emilia. Sie ist Studentin der Technischen Universität Dresden und überlegt, während sie in der Bahn sitzt, wie sie als Studentin Geld sparen kann. Im selben Moment kommt der Schaffner vorbei, um ihre Fahrkarte zu kontrollieren. Als Emilia ihr Portemonnaie herausholt, sieht er ihren Studentenausweis und meint, dass man als Studentin der TU Dresden sich kostenlos im Regionalverkehr im Bundesland Sachsen und der DVB bewegen kann. Auf der restlichen Fahrt möchte sie Musik hören. In ihrem Spotify-Account erscheint eine Werbefläche zum Thema Studentenrabatt. Sie erinnert sich, dass sie ähnliche Angebote auf weiteren Plattformen gesehen hat. Unter anderem kann man sich somit Rabatte bei Spotify, Amazon, Microsoft und vielen weiteren Plattformen sichern. Als sie in Dresden ankommt, trifft sie auf ihren spanischen Freund Juan. Sie meinte, dass sie auch gerne Spanisch lernen möchte, weshalb Juan sie auf die kostenlosen Sprachkurse der Universität hinweist. Das Sprachenzentrum der Uni bietet etliche Fremdsprachen in verschiedenen Niveaus an, sowie Deutschkurse. Später erzählt Juan, dass er gerade vom Sport kommt. Emilia fragt, was er denn mache, da sie auch gerne Sport treiben würde. Er meint, dass es an der Uni viele Sportmöglichkeiten gibt, für die man nur einmalig pro Semester etwas zahlt. Von Ballsportarten über Tanz- und Kletterkursen ist alles dabei. Und es ist eine gute Möglichkeit, neue StudentInnen kennenzulernen. Auf dem Weg zu Juans Wohnung erzählt er von seinen FreundInnen, die auch alle bei ihm in der Nähe wohnen. Er wohnt nämlich in der Wunschstraße, wo es viele preiswerte Wohnheime des Studentenwerks Dresdens gibt. Zwischen den Wohnblöcken gibt es außerdem Sportanlagen und eine Mensa. Emilia freut sich, dass es für StudentInnen in Dresden so viele Angebote zum Geldsparen und Kontakte knüpfen gibt. Allgemein bietet das Studentenwerk Dresden auch weitere Hilfe bezüglich BAföG, Mensa und Studienfinanzierungen an.